Konnichiwa, Caddies, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren Folge vom realen Irrsinn von Extra 3. Ja, und das ist eine Fortsetzung einer Fortsetzung. Ja, die Kollegen von Extra 3 dachten sich, die Bremer Stefani-Brücke ist so toll und die Bremer Stadtverwaltung macht so tolle Dinge mit dieser Brücke und deswegen machen wir einen dritten Teil über die gesperrte Radfahrer- und Fußgängerspur. Statt sie oben die LKWs zu schmeißen. Wenn ihr die ersten beiden Teile noch nicht gesehen habt, die sind da oben in der Infobox verlinkt. Einfach draufklicken, euch die beiden vorher angucken, damit ihr wisst, worum es geht und was ihr vielleicht schon verpasst habt. Es sind also bei mir auf dem Kanal schon hochgeladen. Im Stream haben wir sie auch schon geguckt. Klar, sonst werden sie nicht hochgeladen. Wie kann ich so lustige Dinge von mir geben? Gut, ich würde sagen, wir starten aber gleich rein. Und schauen uns an. Mit Sicherheit gibt es am Anfang wieder eine kleine Zusammenfassung, deswegen spare ich mir das Ganze jetzt und mache das nicht wie beim zweiten Teil, wo ich dann nochmal was vorher gesagt habe und das gleiche wurde dann in der Folge wiederholt. Wir starten rüber und gucken uns an. Hier ist wieder unser Zwerg und los geht's. In Bremen ist etwas Unglaubliches passiert. Auf der Stefani-Brücke wurde der Sperrzaun für Radfahrer und Fußgänger abgebaut. Wow, das war genial. Aber eins muss ich gleich mal sagen. Ich habe es ja am Anfang gesehen. Er hat ja dieses schöne Panoramablick über die Stefani-Brücke. Und ich habe ja schon in den anderen beiden Folgen gesagt, es wäre doch intelligenter, die Brücke dafür LKWs zu sperren oder zumindest teils zu sperren und eine andere Brücke zu benutzen. Im Hintergrund habe ich schon eine andere Brücke gesehen. Das wäre doch auch eine gute Idee, oder? Aber es ist schon mal sehr gut, dass sie den Zaun abgebaut haben. Das hatten wir in der Folge 2 schon gesagt bekommen. Sie wollten diese den Zaun für die Fußgänger abbauen, dass die wieder normal drüber laufen können. Und sie wollten eine Zählanlage einbauen. Also schauen wir mal. Damit hatte nun wirklich niemand gerechnet. Denn vor 3 Jahren war der Zaun für das Amt für Straßen und Verkehr die einzige Möglichkeit, die Stabilität des maroden Bauwerks zu erhalten. Genau. Ihr müsst euch das wirklich überlegen. Sie haben oben über die Brücke fahren jeden Tag 94.000 Autos, davon 9.400 LKWs über 10 Tonnen, also nach oben hin offen. Aber dem Straßen- und Verkehrsamt in Bremen kam nichts Besseres in den Sinn, als die Fußgänger einzuengen und die Radfahrer. Denn die sind das Problem, nicht die großen LKWs da oben, die die Stabilität der Brücke gefährden, sondern die Fußgänger machen das. Ja. 94.000 Fahrzeuge pro Tag setzten der Brücke stark zu. Sie brauchte Entlastung. Man hatte damals die Wahl, sei mal zwischen Pest und Cholera. Man hätte natürlich unten auch die Flächen für Rad- und Fußverkehr offen lassen können. Dafür hätte man aber oben einen kompletten Fahrstreifen. Ja, und was ist da dran zu schlimm? Das sind 3 Fahrstreifen. Dann nimmt einen Fahrstreifen weg, dann sind noch 2 Fahrstreifen da, reicht auch noch nichts. Dann kommt es eben zum kleinen Stau, aber ist doch praktisch, dann bleibt die Brücke wenigstens in Ordnung. Wie dumm kann man sein? Wie dumm? Ich sage ja immer wieder, deswegen, weil immer gefragt wird von einigen, geh doch in die Politik, du kannst doch so gut reden. Nein, ich gehe nicht in die Politik, da wäre ich genauso dämlich. Der Verlust einer Autospur von 3? Das ging natürlich gar nicht. Das Amt für Straßen und Verkehr hat lieber den Radweg zur Hälfte dicht gemacht, denn die Radfahrer und Fußgänger wurden als Gewichtsproblem erkannt, nicht die leichten Fahrzeuge. Die Entlastung durch die Absperrung wurde genauestens berechnet. Ja, wie gesagt, ich habe in der ersten Folge die Rechnung gehabt am Ende und ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind. Das muss wirklich damit zusammenhängen, dass die ein Rechenbrett für Tyrannosaurus Rex benutzt haben, die mit ihren kurzen Ärmchen überhaupt nicht an das Ding rankamen und deswegen nicht rechnen konnten. Die rechnerische Reduzierung der Verkehrslasten beträgt ca. 234 Tonnen. Ja, und ein Apfelbaum, an einem Apfelbaum wachsen statistisch gesehen 20 Kirschen. Ja. Das wäre ein dicken Radfahrer. Und 234 Tonnen, das wären ja schon einige tausend Personen, die hier gleichzeitig sich aufhalten müssen. Ja, so um die 3000 Menschen wären das, die gleichzeitig auf der Stefani-Brücke unterwegs sind. Gut, das kommt jetzt nicht so oft vor, aber wenn, dann wäre die zu schwer. Ja, wenn, dann wäre sie zu schwer, aber wann kommt das mal vor? Ich möchte gerne eine Statistik sehen, die mir zeigt, dass es mindestens 10-mal in den letzten 10 Jahren vorgekommen ist, dass da 3000 Menschen gleichzeitig auf dieser Brücke waren.
Wenn ihr das macht, dann nehme ich alles zurück und behaupte, ihr seid nicht mehr dämlich. Solange das aber nicht der Fall ist, behaupte ich weiter, die Stadtverwaltung oder das Straßenverkehrsamt der Stadt Bremen ist dämlich. Und deshalb wurde der massive Absperrzaun gebaut, damit die Masse an Radlern und Fußgängern begrenzt wird. So geht Bremer Mathematik. Fiktive 234 Tonnen weniger Gewicht, obwohl der Zaun ganz real etwa 8 Tonnen zusätzlich auf die Waage brachte. Spitze. Also, wir haben statistisch gesehen 242 Tonnen Gewichtsreduktion gehabt, weil die 8 Tonnen müssen ja auch weg. Finden wir den Fehler. Und ganz eins, ich möchte gerne mal die PISA-Studie zur Mathematik in Bremen sehen. Ich glaube, die fällt sehr, sehr schlecht aus. Schwerer machen und leichter werden, das ist nicht ganz auszuschließen, aber ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Das ist kein Zustand, der erfreulich ist und entsprechend sind wir da auch schon seit geraumer Zeit dran, zu gucken, ob das quasi rechnerisch nicht besser geht. Ich weiß, wie es rechnerisch besser geht. Wer hat zum Geier endlich da oben eine Spur? Dann geht's besser. Rechnerisch noch besser als nach der Bremer Rechnung. Das Gewicht Fußgänger plus Radfahrer plus Absperrung ist kleiner als das Gewicht Fußgänger plus Radfahrer ohne Absperrung. Das ist doch nicht möglich. Es ist aber möglich und konnte jetzt auch gezeigt werden durch diese intensive Nachrechnung, dass wir die untere Ebene jetzt freigeben können. Wow, Sie können die untere Ebene freigeben, weil es rechnerisch passt. Also hier, Leute. Intensive Nachrechnungen sind natürlich auch nicht ganz billig. 230.000 Euro hat die Brückenüberprüfung gekostet und der Zaunabbau kostete 3.435 Euro. Mit solchen Ausgaben muss man in Bremen nun mal rechnen. Nicht wirklich Ihr Ernst. Sie haben nicht fast 240.000 Euro ausgegeben, um zu rechnen, dass Fußgänger plus Radfahrer plus Zaun nicht geringer ist als Fußgänger und Radfahrer. Was für einen Großrechner haben die dazu herangezogen, um das auszurechnen? Schatz, ich glaube, ich hab eine neue Einnahmequelle gefunden. Wir machen auch solche Rechnungen, wir gehen aber hin und machen die günstiger. Wir machen das für die Hälfte. Hey, das wäre doch mal was. Also, wenn ihr große Rechnungen braucht, die ihr unbedingt errechnet haben wollt, wendet euch hier an Josies Cat. Ja, und wir können zusammen das errechnen, beziehungsweise ich errechne das für euch und ich mache das für die Hälfte dessen, was ein statistisches Amt machen würde. Also wenn das dann bei euch statistisch gesehen vom Amt her 200.000 kostet, mache ich das für 100.000. Ja? Ist das eine Idee? Also einfach hier ranwenden. Wenn ihr da was wollt und in die Kommentare könnt ihr das reinschreiben. Ich werde mich auf jeden Fall bei euch melden. So, aber erstmal danke. 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 Lieber Schildi, danke. Ich danke dir. Weiterhin solche Folgen. Echt geil. Ey, echt geil. Ich kann es nur sagen. Es ist so dämlich kann man doch nicht sein. Wirklich. Also, wenn euch das Ganze genauso gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir was da lasst. Nehme ich vielleicht ein Däumchen hoch. Das kostet euch nichts und ist gut. Ihr könnt natürlich auch ein Abo abschließen. Das kostet euch übrigens auch nichts. Viele Abos kosten Geld. Hier kosten sie kein Geld bei YouTube. Einfach auf den Kanal klicken, auf den Abo-Button, dann habt ihr ein Abo. Das kostet nichts und ihr kriegt viel, viel lustige Sachen zu sehen und zu hören. Und wenn ihr nichts mehr versäumen wollt, weil ihr vielleicht zu viel abonniert habt, dann könnt ihr ein Glöckchen aktivieren, dann kriegt ihr eine Nachricht oben in die Ecke und kriegt gesagt, hier, da ist was Neues, du kannst da mal gucken, die hat was Neues hochgeladen. Ja, so, wenn ihr mal live dabei sein wollt, wie ich mich hier aufrege, unten in der Videobeschreibung, da ist der Twitch-Button, darauf klicken, nachgucken, weil ich streame meistens samstags. Morgens einfach draufklicken und dann könnt ihr da zugucken und auch so schön mitmachen. Und ja, wenn ihr das Ganze natürlich bei den Kollegen von Extra 3 mit dem Abo und dem Liken und so auch machen wollt, das ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da habe ich den Originallink zu dem Video reingepackt. Ja, damit ihr seht, wie das geht, ich zeige euch das jetzt mal. Also hier ist abonniert, das habe ich schon. Und da ist der Like, den haben wir auch gemacht. So.
Und ja, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ach so, hätte ich fast vergessen, weil ich hatte ja die Kommentarfunktion schon angesprochen, aber wenn ihr noch Ideen habt, was man reacten könnte, so wie hier der Schildi, der mir das vorgeschlagen hat, oder Kritik oder Anregung habt, was ich verbessern oder besser machen könnte, auch einfach unten in die Kommentare auch reinschreiben, dann gucke ich mal, vielleicht nehme ich das dann an oder auch nicht, je nachdem. React-Vorschläge nehme ich meistens an, sobald funktioniert mit dem Reacten. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und sage Tschüss, eure Josie.